Hallo, ich habe ein kleines Problem mit ACTA oder ACTA. Also was ich an ACTA nicht verstehe, ist die ganze Aufregung drumherum. Ich habe jetzt schon einiges dazu gelesen. Natürlich am Anfang die Aufregung und die ganzen Horrorszenarien. Aber dann, als ich mir das angeguckt habe und versucht habe, mich darüber zu informieren, was ACTA sein soll, da dachte ich dann, ja schön, das haben wir doch schon eigentlich längst Urheberrechte, dass die Urheberrechte jetzt durchgesetzt werden sollen. Gut, na und? Was soll sich da so großartig ändern? Weil das ist die Sache, die ich wirklich nicht verstehe. Urheberrechte gibt es schon seit ich geboren bin und darum verstehe ich nicht, was sich da so großartig ändern soll. Ich kann verstehen, dass die Piratenpartei das vielleicht ein bisschen aufbauscht, weil die Piratenpartei generell keine Urheberrechte möchte. Aber ansonsten frage ich mich wirklich so ein Stück weit, was diese ganze Aufregung soll und wie das so, ja, wie das so hoch, kommen konnte und so gewaltig werden konnte. Man hört ja fast nichts anderes mehr. Es gibt kaum noch ein anderes Thema im Internet. Und ja, ich habe die ganze Aufregung irgendwie noch nicht verstanden. Und darum fände ich es ganz nett, wenn Leute, die die Aufregung vielleicht verstanden haben, ein paar Kommentare posten würden, um mir das so ein bisschen zu erklären. Könnt mir gerne auch noch ein paar Videos oder Links etc. geben. Ich möchte es einfach ein Stück weit besser verstehen, warum da diese ganze Aufregung zurzeit ist. Und ja, ihr braucht euch jetzt auch nicht aufregen. Ich meine das nicht böse. Es geht nur darum, so für mich, dass ich gerne informiert wäre und dass ich so wissen kann, ja, damit ich eine bessere Grundlage habe, zu wissen, wie ich zu ACTA stehen soll. Zurzeit ist halt mein Eindruck, dass ACTA einfach, dass sich kaum etwas durch ACTA ändert. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.